Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Lass meinen Zaun das mal durch. Herzlich willkommen bei, aber nicht schon herzlich willkommen in der Feminist Total Legacy. Ja, wie ihr seht, ich bin hier so ein bisschen Eisen am Schlagen gewesen. Jetzt haben wir es kurz vor vier, deswegen habe ich aufgehört. Und hier ist auch noch eine Menge, das ist das Schöne. Überall hier noch. Das ist schon mal recht gut. Und ja, das ist hier quasi der Weg von dort nach dort. Jetzt wollen wir aber erstmal nach dorthin. Also zur Hütte. Ach, hier ist auch noch eine Menge Zeugs. Stimmt. Und wollen das Eisen erstmal wegbringen. Da haben wir das dann auch. Und ups, da muss ich mal aufpassen. Sonst falle ich da runter. Das kann auch raus. Wieso wechseln hier ein Baum rein? Ist ja unschön. So. Und habe ich jetzt hier was drin? Nein. Und ich habe mir überlegt, ja, das sind nämlich die falschen. Ich hatte unten ja so ein bisschen, zeige ich euch gleich, so ein bisschen schon mal weitergemacht. War das hier? Nee, war hier, ne? Nee, war doch hier. Die brauche ich dafür. Das heißt, ich werde unten nochmal wegschlagen müssen und werde die dafür hinsetzen müssen. Das ist natürlich unschön, aber ist halt so. Gut. Da ist auch nichts drin. Dann habe ich gesagt, ich wollte auch andere Sachen noch ersetzen. Und zwar, das sind die 50er Pillar. Und die hier, die brauche ich eigentlich gar nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen. Brauche ich 8 Stück von. So. Weil wenn ich die ersetze, draußen meine ich, hätte ich jetzt schon. Weiß nicht, ich war jetzt 2 Tage nicht mehr drin. Deswegen weiß ich das gerade nicht. Oh. Verstehe. Ich habe zu viel Kram und ich habe es noch nicht weggeräumt. Das ist das Problem. Das habe ich doch schon irgendwo, wenn ich nicht... Sulfurohr, wo habe ich denn das weggeholt? Okay. Grappen wir mal und da haben wir noch ein bisschen Stein. Bitte schön. So, jetzt muss ich erstmal hier reingucken. Aha, Eisen hatte ich noch nicht. Nicht Eisen. Ich habe schon welche gemacht. Warum? Wann habe ich denn die gemacht? Keine Ahnung. Na gut. Das kann da jetzt auch mit drin. Und das auch. Okay. Hatte ich nicht noch einen zweiten Beater? Ich weiß es nicht. Ist momentan bisschen unschön. So, die kann jetzt auch erstmal weg. Und das jetzt auch erstmal kurz. Ich nehme gleich, was ich brauche. So, die kann ich mal reparieren. So, davon habe ich schon ein bisschen was hergestellt. Wieso habe ich davon jetzt echt... Ich verstehe das nicht. 5000 Eisen habe ich, das ist sehr gut. Das kann dann direkt mal da rein. Ja, Clay habe ich auch nicht mehr so viel. Es sind auch nochmal 9000. Hat man hier, ne? Hatte ich nicht hier woanders auch noch? Weiß das nicht. Stein, Cobblestone ist gut. Da. Dann machen wir das jetzt mal anders, das kommt zusammen. Sonst vergesse ich sowieso wieder die Hälfte. Das heißt, die beiden Sachen kommen raus und das kommt darin. Ja. Ja. Das ist nicht genug. Machen wir mal so. Und Stein packen wir jetzt hier hin. Passt schon irgendwie. Sonst komme ich sowieso wieder nicht klar. Ich kenne mich ja. Kann ich eigentlich auch direkt da. So. Fertig.
dann wollen wir nach hinten gehen. Da werde ich auch wieder unten rum müssen. Warum habe ich jetzt die anderen Sachen noch an? Ich weiß es nicht. Wollte ich hier rein, ne? Hatte ich gesagt. So. Und hier gucken wir jetzt mal. Das kann dahin, wo es hingehört. So. So bin ich dann hier auch halbwegs durch. Hier unten, ne? Ja, da ist auch der Beaker. Gut. Weiter ist er. Und die kann ich mir auch wieder unten reinpacken. So. Nee, doch, ich muss ja erst nach draußen. Hier ist trotzdem was falsch. Ich brauche da noch ein bisschen Holz drin. Muss ich auch schon wieder machen. Die können raus. Und neue können gemacht werden. Wo sind sie denn? Das ist Stahl, da sind sie. Ich brauche eh noch genug. Also von daher. So. Mache ich hier. Wieso sind die schon wieder weg? Wo sind sie? Okay, die sind da. Aber da kann ja nicht sein. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier eigentlich auch nicht. Kann das sein, dass er vergessen hat, die hier reinzulegen? Glaube ich schon. Oder ich muss die woanders machen. Ach, daran liegt das auch. Verstehe. Die muss ich dann hier machen. Da guckt man dann zwischendurch auch gerne mal durcheinander. So. Machen wir fertig. Warte mal, ich kann doch dann die hier. Eigentlich da. Wo sind sie denn? Hier. Einlassen wir drin. Obwohl, nee, die sollte ich mir für Reparaturen drin lassen. So, jetzt aber. Müssen wir erstmal kurz die doch diese eckigen Pille austauschen. Gegen die hier. Und dazu brauchen wir Stützen. So. Ich sehe dich. Ihr seht, da habe ich schon so ein bisschen was gemacht. Das zeige ich euch dann gleich. Komm mal her, Digga. Ein Cowboy. Hallo? Nein, du willst mich nicht hauen. So. Ach, was soll ich mit so einem Blitzen? Komm her. Scrappen. Gleich mal weg damit. So, jetzt kann ich hier weghauen. Ach, dann habe ich ja schon wieder was vergessen. Warte mal. Na, mach schon. Nochmal schnell zu Ende essen. Ach, die Bäume sind auch schon fertig. Wie schön. Habe ich wieder genug Holz. Die anderen sind irgendwo da hinten, glaube ich, angepflanzt. So, bis da hinten bin ich gelaufen. Bäume. Ich meine, ich wäre da wieder rumgelaufen. Da hinten müsste eine Fabrik sein. Ja, ich glaube schon. Da. Noch ein bisschen Wasser trinken und gut ist. Dann können wir das nämlich da mal hinmachen und jetzt dahin. Dann wissen wir, es ist da, wo es hingehört. Ach, muss ich jetzt ja zweimal, ja? Nein, doch nicht. Das ist aber auch unschön. Fällt mir mal so ein. Ja, das sieht auch besser aus hier mit den. Das ist besser. Schlaues Kerlchen. Aber Nacho halt. Warte mal, wenn ich sowieso da in die Ecke reingehe, lass uns mal säubern. Ist ja besser. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Essen und Trinken habe ich jetzt erstmal genug. Wo ich mir erstmal nicht so die Sorgen drum machen. Auch schon mal, was habe ich da drin? Ah, Fertigprodukte. Oder kann ich die erstmal mit beischmeißen? Die Center-Dinger brauche ich nicht mehr. Also jetzt erstmal nicht mehr. So. Den Cobblestone und das kann weg. Ah, jetzt weiß ich, warum ich davon so viel hatte. Verstehe.
Naja, da kommt ja auch noch was dazu. Da muss ich noch eine Menge machen. Wir haben Tag 11. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Bis Tag 14. Weil ich habe auch unten noch einiges zu tun. Und ich glaube, ich habe das Ganze ein wenig falsch angefangen. So. Das ist schon mal gut. Machen wir hier gleich in grün. Ich könnte ja auch einfach schon mal die hier hinstellen, dann brauche ich sie nicht zweimal rausholen. Ist ja dann auch nicht unpraktisch. So, da ist fertig. Hier zwischen hatte ich, glaube ich, gesagt, ne, da sind eine Menge Löcher. Da sieht das jetzt nicht so aus, aber da dahinter, da ist viel Hohlraum. Ich glaube, ist aber nicht so schlimm. Das ist einfach jetzt nur, weil ich Cobblestone sparen wollte. Und ich einfach mal hoffe, dass mir das hinterher nicht um die Ohren fliegt, weil ich zu sparsam war. Das wäre natürlich auch unschön, ne? Weil wenn das dann zusammenknallt, einfach nur, weil Monatschutz zu sparsam war. Das wäre doof. Aber das sieht schon jetzt interessant aus. Ich kann ja mal Licht anmachen. Dann sieht man ein bisschen mehr. Das sieht schon jetzt interessant aus. Und da muss ich noch einiges wegkloppen. Die brauche ich dann gar nicht, weil wenn ich keine habe, die gesentert sind, dann ist das uninteressant. Aber ich muss auch nach den Höhen noch mal gucken. Fällt mir ein. Dass das auch alles so läuft, wie es soll. So, nee, mach halt den richtigen. Immer noch meine Maus, die jetzt mit dem Mausrad manchmal nicht so will, wie ich will. Ja, machen wir doch erst den, ne? Ist eigentlich die Jacke, aber okay. Immer schön eine Reihe nach. So, stellen wir die hin. Sieht doch hübsch aus. Kann die weg. Theoretisch gesehen hätte ich hier auch noch so Gitter hin machen können, so quergestellt. Ich glaube, ach nee, das geht gar nicht mehr. Deswegen hatte ich das nie im Kopf gehabt, glaube ich. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich schlage da das Eisen gleich weg, weil eigentlich müsste das ja unterm Dach hängen bleiben. So ist es ursprünglich dann letztendlich auch gedacht gewesen. Dass der innere Käfig am Dach hängt. So. Das heißt hier, das Eisen jetzt erstmal wegschlagen. Und das hier müsste eigentlich halten. Macht insofern etwas mehr Sinn, weil dann kann ich die hier... Habe ich die jetzt vergessen rauszunehmen? Jetzt weiß ich, warum ich die in der Tasche hatte. 2, 4, 6, 8, nee, passt. Dann kann ich die hier nämlich einfach so wegnehmen und brauche den Asphalt nicht wegschlagen. Das ist ja dann auch schon mal ganz praktisch. Aber das müsste ja eigentlich dann jetzt so da unter der Decke festhalten. Das sollte ja keine Probleme geben. Da muss ich hin. Nein, da muss ich hin. Das ist ja einfacher. Das wird auf jeden Fall eine lustige Konstruktion, glaube ich. Und vor allen Dingen, weil ich noch nicht weiß, inwiefern, also gegen normale Zombies wird es auf jeden Fall halten. Aber wenn Spucker kommen, da weiß ich noch gar nicht, was passiert dann eigentlich. So. Und hier wird auch lustig, weil, also hier muss ich jetzt erstmal hoch. Ich muss ja auch noch 5 nach rechts und links. Denken wir mal, ich muss ja hier auch noch 5. Und rein, ne? Wenn ich nicht irre. Das mache ich mal eben. Damit ich das nicht vergesse. Das brauche ich nämlich für später. 2. 3. Ich glaube, ich bin da nur 5. Oder bin ich da 6? Ich weiß das gar nicht. Es könnte sein, dass ich 6 oder sogar 7 bin. Insgesamt. Das seht ihr gleich auch oben, wenn wir da angekommen sind. Dann seht ihr, ich habe ja oben erst 5 abgezählt, aber das war nicht die richtige das war nicht richtig. Das war mindestens ein mehr, den ich musste. Jetzt hier, richtig, ja, na, doch, sieht aus.
Sieht aus, als wäre es richtig. So, und nach dahin muss ich auch 5. Ist der jetzt richtig? Ja. Sieht aus, als wäre er weiter links. 2. 3. Bin sowieso zu hoch. Das kann ich ja gleich mal abzählen oben. Dann weiß ich auch, ob ich hier noch ein bisschen erweitern muss. Einfach deswegen wichtig, damit ich, wenn ich mich da durchbuddel, dann brauche ich halt nicht auf die Dingens achten. Das waren jetzt 3, ne? Glaube. 4 und noch einer sind 5. Aber bis dahin muss erstmal reichen. Kann sein, wie gesagt, dass ich noch überall einen mehr machen muss. Ist aber so schlimm nicht. So, hier dürften wir auch in der richtigen Höhe dann sein. Eventuell wahrscheinlich doch eher noch ein bisschen tiefer. Dann muss ich da mal gucken. Ich kann ja auch noch ein bisschen tiefer. So, mach den mal da. Fertig. Also ich möchte so eine Kombination aus verschiedenen Sachen jetzt machen, die insgesamt dann eigentlich gut und gerade auslaufen sollen. So ist es gedacht. So. 1, 2, Quatsch, ja, ist doch alles das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Also noch jeweils ein, das mache ich, damit ich es nicht vergesse. So, in der Richtung. Und dann sollte das eigentlich passen. Und nach da passt das sowieso. Also von daher und nach da halt auch. Das ist das kleinere Übel. Warum das so wichtig ist, das werdet ihr dann noch feststellen. Ich habe oben auch gesehen, da ist ja noch eine Menge Lehm. Den möchte ich ganz gerne direkt wegschaufeln. Dann brauche ich mit der anderen Stelle nicht holen. Alter, da ist ein Loch. Da will ich rein. Du verarsch mich doch. Super. Ach, komm schon. Wo ist denn dein Problem? Na super. Wieso? Ach, leck mich. Echt. Na geht doch. So. Da habe ich jetzt gesagt, wollte ich gerade hin, ne? Ja, das Eisen hier wieder wegschlagen. In der Hoffnung, es geht. Warte. Mach halt so. Geht. Muss ich mal gucken. Hihi. Nicht aufgepasst hat er. Okay. So. Eigentlich sollte das halten. Und wenn nicht, dann habe ich gleich ein Problem. Oh oh. Ich krieg dafür nichts. Doch, ich krieg Eisen. Warum wird mir das unten nicht angezeigt? Das verstehe ich ja nicht. So, ich denke, ich lasse jetzt... obwohl, einseitig zieht ja nicht, ne? So, jetzt habe ich dann... nee. Na, ist ja super. Wenn ich die wegschlage, kriege ich nichts dafür. Das ist ja doof. Ich dachte, ich kriege ein bisschen was wieder. Ist aber doof. Ist ja wieder warm, Digga. Komm, jetzt zieh dich aus. Oder um. Das ist aber sehr unschön, dass ich dafür nichts wieder kriege. Weil dass ich hier die Center-Dinger hingesetzt habe, war ein Fehler. Und den würde ich ganz gerne mal eben korrigieren. Ach, und von denen habe ich 3 zu wenig, 4 zu wenig. Glaube ich. Das ist ja auch schon wieder unschön. Der hat da aber mal wieder schön Dummheiten gemacht, ne? Fällt mir mal so nebenbei ein. Na gut, ich bügel das jetzt mal eben komplett weg.
Und wenn ich das getan habe, ja, dann stören wir uns wieder, würde ich meinen. Also wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen. Und dann mal gucken, dass morgen wieder eine Folge kommt. Bis dahin, bye bye.